Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute blicken wir zurück auf meinen Lesemonat Juli, der leider sehr durchschnittlich war. Und ich bin genau mit so einem Gefühl auch aus dem Büchermonat rausgegangen. Nicht nur, dass der Sommer etwas unterdurchschnittlich performt, auch die Sternevergabe meiner 14 gelesenen Bücher war irgendwie nur okay. Und es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, wenn man immer nur so ein okay irgendwie fühlt. Ja, also ich habe 14 Bücher im Juli gelesen. Ich blende euch hier mal die Übersicht von Rido ein, welche Bücher im Grunde gelesen wurden. Ich finde das ja tatsächlich nach wie vor sehr spannend, so das alles ein bisschen zu tracken und anzuschauen. Und ihr findet mich auch bei Rido, solltet ihr da unterwegs sein. Ich habe 3 Bücher mehr gelesen, als bei mir eingezogen sind. Die Neuzugänge habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und ich habe 7 Bücher in haptischer Form gelesen, 3 E-Books und 4 Hörbücher. Also mehr als ausgeglichen, was ich auch richtig, richtig gut fand. Und ich hatte die erste Juliwoche auch noch Urlaub, was sich natürlich so ein bisschen auch an der Anzahl sozusagen widerspiegelt. Ich habe jetzt auch wieder einen Clip gedreht, wo ich euch die ersten 7 Bücher abgefilmt habe und die anderen Bücher kommen dann sozusagen danach. Insgesamt habe ich 4782 Seiten gelesen, 2687 Hörminuten, was über 40 Hörstunden war. Und das ist so gefühlt tatsächlich auch mein Gefühl vom Hören, da ich so eine Stunde, eineinhalb pro Tag tatsächlich höre, was dann eben durch die manchmal doppelte, manchmal 1,75er Geschwindigkeit dann eben tatsächlich zu den 40 Stunden gefühlt doch ganz gut passt. Und durchschnittlich habe ich 154 Seiten pro Tag gelesen. Das ist, glaube ich, tatsächlich so der Durchschnitt, den ich immer mal wieder habe, außer ich habe wirklich längeren Urlaub, wie es ja dann auch im Juni der Fall war. Es sind in diesem Monat zwar mehr Bücher geworden, was ich gelesen habe, aber dafür weniger Seiten im Vergleich zum Juni. Die Sternevergabe ist tatsächlich der schlechteste Monat in diesem Jahr und zwar liegt er bei 3,38. Also es ist so durchschnittlich, wie es sich auch irgendwie anfühlt. Es gab kein Highlight, es gab, soweit ich aber auch weiß, kein Abbruchbuch. Also alles war irgendwie so zwischen 3 und 4 Sterne. Es war alles irgendwie so mau und okay. Ich weiß nicht, ob es vielleicht an mir lag oder dass ich nebenbei auch noch so ein bisschen eine Serie suchte und vielleicht ich da einfach mehr Begeisterung gefunden habe als in den Büchern. Aber ja, ich finde, es ist schon sehr spannend, dass weder ein Abbruch noch irgendwie, im Grunde ein Highlight da war. Aber gut, was will man machen? Ich packe euch alle 14 Bücher unten in die Infobox. Ich habe da auch immer die Zeitstempel versehen, dass ihr zu den Büchern springen könnt, wenn ihr das möchtet, wenn euch irgendein Buch vielleicht besonders interessiert oder ihr einen Videoschnitt sozusagen auslasst, weil ihr sagt, ach, das Buch möchte ich überhaupt nicht lesen, interessiert mich nicht. Bin natürlich auch immer neugierig, was vielleicht euer Highlight oder auch euer Flop in diesem Monat war. Und jetzt springen wir mal zur Vergangenheit, Steffi, und lassen uns die ersten 7 Bücher zeigen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Beginnen wir mit dem ersten Buch in dem Monat Juli und zwar ist das Der Geschmack von Sommerregen von Julie Leutze, was ich abgebrochen habe, aber nicht in etwa, weil es mir nicht gefallen hat, sondern, wie soll ich es sagen, ich habe es vor Jahren schon einmal gelesen. Ja, ich habe es ja beim Unpacking vom Needful Things Paket rausgezogen und fand den Klappentext super spannend. Mich hat auch das Cover und der Titel angesprochen und während ich so darin las, dachte ich irgendwie, hä, das kennst du doch, das kommt dir bekannt vor, immer wieder gab es so Stellen. Und dann bin ich mal auf Suche in meinem Lovely Books Bücherregal gegangen und habe tatsächlich dieses Büchlein entdeckt. Ich weiß nicht, vor 5, 6 Jahren habe ich es gelesen, konnte mich so bruchstückhaft daran erinnern. Es hatte damals ein schwarz-weißes Cover mit so seitlichen Facetten von einem Paar und dementsprechend habe ich das einfach nicht in Zusammenhang gebracht. Also man liest halt einfach so viel, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich ja weit mehr als 100 Bücher im Jahr lese, liegen zwischen dem damaligen Lesen irgendwas zwischen 600 und 700 Bücher zu heute und ich hätte auch einfach bei dem Klappentext wäre ich nicht drauf gekommen, dass wie soll ich sagen, dass ich es schon kenne. Es war nicht schlecht, aber ich wollte eben auch einfach keinen Reread machen und deswegen habe ich dann nach 100 Seiten, ich glaube, ich habe mir es auch markiert, genau, nach 110 Seiten gesagt, okay, ich möchte keinen Reread und dementsprechend habe ich es abgebrochen, aber nicht, weil es schlecht war, sondern einfach, weil ich es kannte und keinen Reread haben wollte.
Ja, parallel habe ich dann schon Magie und Milchschaum von Travis Baldry gelesen. Hier haben wir so ein bisschen Cozy Fantasy, was ich ja immer mal ganz gerne mag, was zum Beispiel auch Helen Harper wirklich ganz wunderbar schreiben kann, dass man eben nicht so vollgepackt wird mit bildhaften Beschreibungen, mit Schlachten und Kriegen und Action geladen, sondern alles eher ein bisschen gemütlich ist. Und es war bereits, bevor es im Deutschen erschienen ist, schon ein kleiner Hype sozusagen zu erkennen, gerade im englischsprachigen Raum, aber natürlich auch bei den deutschen Booktubern, die auch immer mal etwas Englisches lesen. Und es soll auch einen zweiten Teil geben, der erscheint im Winter dann auch im Englischen und ich gehe davon aus, dass er dann auch im Deutschen erscheinen wird. Ja, wir treffen auf die ehemalige Ork-Kriegerin Viv, die wir im Grunde zu Beginn bei ihrem letzten Einsatz kennenlernen, treffen, wie sie nochmal unterwegs ist, die kriegerische Ausbeute mitnimmt und als sie dann eben beschließt, sich zur Ruhe zu setzen, was ein bisschen ungewöhnlich ist für eine Ork-Krieger oder auch eine Kriegerin. Und sie hat den Wunsch, ein Café zu eröffnen, denn sie ist ein großer Freund des Heißgetränkes, was in ihrer Zeit, in ihrer Umgebung noch gar nicht so bekannt ist und ja, sie hat hier den großen Wunsch, eins zu eröffnen. Sie findet dann eben auch eine passende Lokalität, geht da ein bisschen in die Verhandlungen und sie merkt recht schnell, dass doch einige interessiert an diesem braunen Gebräu sind und wir lernen nicht nur Viv kennen, die eben auch eben diese Ork-Kriegerin ursprünglich war. Ich habe hier irgendwie ein Katzenhaar, was nicht mecken möchte. Und sie hat eben viel Geld gespart und natürlich auch Schätze und will jetzt eben ihren Traum verwirklichen, trifft da in diesem Örtchen eben auch den ein oder anderen Nachbar, Mitbewohner oder Bewohner sozusagen des Dorfes. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Es wird nicht alles idyllisch in ihrem Rentendasein, wenn man so nennen möchte, sondern es kommen recht schnell auch ein paar Drohungen. Zum einen natürlich die, die hier gerne etwas mitverdienen möchten. Und wir erleben dann so ein bisschen auch ihre unerwartete Kreativität, wie sie eben ihre Zukunft des Cafés retten möchte, wie sie ihren Lebensabend gestalten möchte und möchte sich da gar nicht so in Verwicklungen begeben. Es ist eine sehr, sehr, sehr langsam erzählte Fantasy-Geschichte mit wenig spannenden Wendungen oder auch Erlebnissen. Ja, es ist irgendwie gemütlich, es ist cozy, es hat diesen Charme. Aber ich fand es leider an mancher Stelle zu flach und banal. Also ich habe diese Begeisterung, die viele darin gefunden haben, leider nicht entdeckt. Was vielleicht auch irgendwie an diesem Cozy liegt. Ich mag Wohlfühlromane, wenn sie Liebesgeschichten, Lebensgeschichten, diese klassischen Urlaubsgeschichten hat, ja ganz gerne. Aber auch die sind mir ja oft zu banal und zu alltäglich. Und vielleicht überträgt sich das für mich auch einfach in die Fantasy. Mir hat der Start tatsächlich ganz gut gefallen. Es wirkt wirklich gemütlich. Man bekommt ein bisschen was von Viv mit, von ihrer Welt, von ihren Kriegen, von ihrem Charakter. Und es passiert dann aber, als sie auf Kaffeesuche ist und diesen Ort gefunden hat, irgendwie nicht mehr viel. Und mir ist der Alltag auch manchmal einfach ein bisschen zu alltäglich. Also, ich weiß nicht, ich fand das manchmal sehr unspannend. Es kamen so ein paar spannende Momente gegen Ende auf, das fand ich auch wieder richtig gut. Besonders als der Elf dann aufgetreten ist, das hätte ich mir ein bisschen früher erwartet, sodass ein bisschen mehr Action schon früher reinkommt. Aber das Buch hätte für mich einfach grundsätzlich ein bisschen mehr Spannung gebraucht. Irgendwie, dass man uns bei der Stange hält, dass es irgendeinen Grund gibt, warum uns diese Geschichte überhaupt erzählt wird. Es spinnt sich zwischen Nebencharakteren auch so eine kleine, feine Liebesgeschichte. Die fand ich auch ganz süß eingebaut und man merkt eben, dass man nicht immer alles vollladen muss mit der Liebesgeschichte als Haupterzählstrang, sondern dass das eben auch nebenbei ganz schön sein kann. Es ist schon bildhaft und auch atmosphärisch, aber es ist jetzt auch gefühlt nicht so richtig was Neues und ich hatte vielleicht sogar ein bisschen mit mehr Humor gerechnet, wie man es ja vielleicht so aus anderen Cozy-Fantasy-Büchern kennt, zum Beispiel eben bei Helen Harper, weil da empfinde ich diese Gemütlichkeit in der Fantasy sehr stark. Das fehlte mir hier so ein bisschen. Der Schreibstil war aber in Ordnung. Man ist gut sozusagen durch das Buch durchgeflossen. Es gab jetzt auch keinen Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin so gelangweilt, dass ich abbreche. Was mich aber schon ein bisschen gestört hat, war tatsächlich die Ork-Kriegerin Viv. Auch wenn sie sich in den Ruhestand begibt, ich nehme ihr es einfach nicht ab, dass sie komplett ihren Charakter hinter sich lässt, ihre Überzeugung und ein Café eröffnen möchte. Und das liegt nicht daran, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass Ork-Krieger eben einfach mal irgendwann in den Ruhestand gehen, aber
es war bei ihr eben einfach keine Erklärung da. Als wäre irgendwie der Blitz in ihrem Kopf aufgetroffen, so, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich mache was anderes und ich handle komplett gegen meinen Charakter. Und da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Überzeugungen, Gedanken gewünscht, wie sie da hingekommen ist und warum es gerade ein Kaffee sein muss. Also irgendwie werden wir da so von vollendete Tatsachen gestellt, können Viv als Charakter kaum greifen und ja, das fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Umso mehr gefallen hat mir dann so ein bisschen die Gruppendynamik. Da gibt's ja den Gnome Kerl und auch den Bäcker, irgendwas mit Fingerhut. Namen und ich sind immer so Schall und Rauch. Und das ist schon eine schöne Dynamik, die sich ergibt und man hier eben auch einfach verschiedene Charaktere kennenlernt, die einen so ein bisschen in diese Welt auch mitnehmen. Also es ist jetzt nicht das größte High-Fantasy. Man muss hier auch wirklich keine Angst haben vor zu vielen Begrifflichkeiten, Beschreibungen, Schlachten, Kriegen. Zu vielen Charakteren. Ich glaube wirklich, das ist ein ganz guter Einstieg für Leute, die ein bisschen in die Fantasy reinkommen wollen, weil auch sprachlich fand ich es wirklich ganz schön. Aber es war jetzt leider einfach nicht das, was ich mir so ein bisschen darunter vorgestellt habe, was ich erwartet habe. Dann wurde jetzt mal wieder Zeit für ein bisschen einen Reisebericht und zwar auf 25 Wegen um die Welt von Christine Türmer. Die kenne ich schon lange, lange, lange Zeit aus dem Weltwach-Podcast. Sie war da jetzt, glaube ich, 7 oder 8 Mal dabei. Es gibt auch aktuell wieder eine Folge von ihr. Und umso mehr hatte ich dann eben auch Lust auf dieses Buch. Ich verfolge sie auch so ein bisschen auf Instagram und mag so ein bisschen, wie sie uns mitnimmt auf ihren Wanderungen, ihren Radfahrstrecken und so weiter, welche Orte sie ein bisschen entdeckt. Sie ist die meistgewanderte Frau der Welt und ich habe auch von ihr, ich glaube, schon 2 oder 3 Bücher gelesen und besonders gut gefallen und in Erinnerung ist mir Laufen, Essen, Schlafen. Das war damals wirklich ein Buch, was ich sehr beeindruckend fand, was mir sehr gut gefallen hat, was ich eigentlich auch nochmal als haptisches Buch wollte, weil ich es damals auch als E-Book gelesen habe, aber ja, das Regal ist ja eh voll, ne? Von daher, ja, aber das kann ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen und natürlich auch den Weltwach-Podcast, da kann man ja auch innerhalb des Podcasts zum Beispiel nach Folgen mit ihr suchen und ja, ich finde auch die Dynamik zwischen Erik Lorenz, der hier der Gesprächsführer ist, und Christine Türmer, das macht mir auch immer großen, großen Spaß. Ja, wie der Titel schon so ein bisschen verrät, erhalten wir hier eben 25 Trail-, Wander-, Lauf-, Fahrradfahrwege von eben Pilgerwegen zu Abenteuerrouten. Zu den unterschiedlichsten Wegen auf der Welt erhalten wir Tipps, Wegbeschreibungen, Hinweise auch für wen der Weg, der Trail im Grunde gemacht ist, wer sich diese Herausforderung stellen kann, egal ob das so ein bisschen mit Wandererfahrung, dem Alter, körperlichen Zuständen und so weiter, das fasst sie hier ganz gut zusammen. Auf der Karte kann man den Weg auch ganz gut einsehen, allerdings ist dieser Weg nur, oder die Wege nur zu Beginn im E-Book sozusagen beschrieben, was ich ein bisschen schwierig fand, weil ich blätter halt in dem E-Book nicht immer komplett zurück und schaue, sondern da hätte ich mir entweder fürs E-Book oder auch für das Gesamtbuch einfach immer gewünscht, dass passend zum Weg eben auch, der beschrieben ist, eben auch eine Grafik da gewesen wäre. Ich persönlich blätter in E-Books einfach sehr ungern. Ist aber natürlich auch mein Problem, weil ich mir das E-Book zugelegt habe, beziehungsweise es mir ja auch zur Verfügung gestellt wurde. Ja, wir haben in diesem Buch tolle Mischung aus Daten, Fakten, aber natürlich auch ein bisschen zu den Erlebnissen auf diesen ganz unterschiedlichen Wegen von ihr, die mich ganz gut unterhalten haben. Der Schreibstil ist wie immer sehr leicht, sehr nah an der Autorin, als würde man eben einfach bei einem Kaffee zusammensitzen und sie würde etwas erzählen, als würde sie es wirklich in so einem Interviewgespräch von sich geben. Also ich finde es sehr authentisch, sehr echt und auch sehr ehrlich. Also ich habe da immer so ein Gefühl von, sie erzählt einfach auch so, wie ihr sozusagen der Schnabel gewachsen ist, wie man hier bei uns so schön sagt. Wir erfahren viel zu ihren Begegnungen mit Menschen und sie spart definitiv auch nicht an Anekdoten, was mir auch gefallen hat. Aber natürlich ähneln sich diese Begegnungen auch irgendwie, egal in welchem Land, in welcher Region sie unterwegs ist. Und so wirkt es manchmal einfach sehr wiederholend und auch ein bisschen banal. Denn es ergeben sich natürlich keine tiefen Freundschaften, sondern sind natürlich eher oberflächliche Begegnungen, die ich gar nicht schlimm finde, aber wenn sich natürlich die Gespräche und ja, der Austausch so ein bisschen ähnelt, wirkt es für mich natürlich auch manchmal ein bisschen langweilig. Dafür kann aber Christine Türmer nichts, denn sie erzählt uns ja einfach, was ihr passiert ist und sie avisiert ja nicht, dass etwas anderes passiert. Na, das ist ja wie in einem Vlog. Ich kann ja nichts erzählen, was nicht passiert ist, beziehungsweise lasse ich auch nichts passieren, nur damit ich etwas Spannendes zu erzählen habe. Und
ja, das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache. Aber nichtsdestotrotz fand ich es wirklich sehr unterhaltsam. Ich mag auch den Humor von Christine Thürmer einfach super, super gerne. Ich finde auch, dass der schon durchkommt, aber durchaus ja ein bisschen lustiger noch ist, wenn man sie eben live erlebt. Also wenn man sich Gespräche mit ihr anhört oder wenn sie auch bei Auftritten ist, was ich da so auf YouTube schon gefunden habe. Ich glaube, dass das wirklich eine Spur, ja, unterhaltsamer, scherzhafter ist, wenn sie es wirklich erzählt und vielleicht auch noch so die ein oder andere Mimik dazu packt oder die passende Pause macht, sodass man dann als Zuhörer wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gefesselt ist als als Leser. Und es ist als Nachschlagewerk definitiv perfekt. Was ich so ein bisschen schade fand und was auch so mein Kritikpunkt ist, ist, dass es überhaupt keine Bilder gibt, im E-Book zumindest nicht, und eben die Karte auch zu Beginn des Buches ist und nicht mittendrin auch mal zu finden ist. Denn ich hätte mir schon gewünscht, dass ich während des aktuellen Trails, Weges sozusagen auch irgendwie Bilder habe, eine Vorstellung mir machen kann, wo ist dieser Weg, und das fand ich einfach schade. Und ich, ja, finde es auch einfach schade, dass man das im E-Book nicht so ein bisschen mittig auch einfach einbauen konnte. Ich weiß nicht, wie es im haptischen Buch ist, aber das fand ich wirklich ein bisschen schade. Und das hat mir manchmal so ein bisschen das Lesen auch erschwert, weil ich eben keine Vorstellung hatte, wie zu Beginn irgendwann mal die Karte ausgesehen hat. Und dass so ein bisschen auch an Bilder gespart wurde, das fand ich tatsächlich auch ein bisschen schade. Das war, glaube ich, auch bei ihren anderen Büchern ein bisschen anders. Parallel dann, es war ja noch Urlaubszeit, die erste Juliwoche, habe ich dann Der Meister der Elixiere von Sam Feuerbach gehört. Das ist der Auftakt einer Trilogie. Und ich bin über dieses Buch gestolpert, noch lange vor Minen der Macht, wo ja auch Mira Valentin unter anderem mitgeschrieben hat und Bernhard Hennen. Da ist nämlich Sam Feuerbach auch ein Teil der Weltenbauer-Saga, denn es wird gesprochen von Robert Frank. Und seit Nevernight liebe ich ihn als Hörbuchsprecher, und so habe ich dieses Hörbuch auch gefunden, weil ich bei Audible einfach mal auf den Sprecher gedrückt habe und geguckt habe, was mich anspricht. Und ja, ich möchte auch hier einfach sagen, Robert Frank macht seinen Job wirklich außergewöhnlich gut. Ich habe manchmal das Gefühl, er liest nicht nur vor, sondern er erzählt wirklich eine Geschichte. Und ich hoffe, ihr wisst, wie ich jetzt diesen Unterschied so ein bisschen meine. Es ist nicht, also man hat wirklich das Gefühl, er geht selbst durch diese Geschichte, er erlebt die und er macht die zu einem besonderen Erlebnis. Und das schafft er auch hier. Und ich würde auch sagen, dass Robert Frank definitiv mal wieder der Grund ist, warum ich dieses Buch beendet habe. Ich glaube, lesend, und da möchte ich ein bisschen vorgreifen, wäre wahrscheinlich tatsächlich dieses Buch zwischendrin schon mal irgendwann bei mir abhanden gekommen. Aber gut, dazu kommen wir dann später. Ja, wir treffen auf vier Charaktere. Zum einen auf einen älteren Mann, der in einem hohen Turm lebt und sich der Wissenschaft verschrieben hat. Er ist auch mit dieser verheiratet, er hat keine Frau, er ist so ein Eigenbrödler und er hält sich selbst für den Meister der Elixiere, für den größten Magier seiner Zeit, und er hat es nicht so, wie man gerade merkt, auch mit Bescheidenheit. Er trifft dann eben auch auf die anderen Charaktere und muss dann irgendwann seinen Turm für dieses Abenteuer verlassen. Dann treffen wir auf den Soldaten der Stadtwache, und der findet eben eine Leiche. Und es gibt da eben einen rätselhaften Todesfall, wo auch ein Brief mit dem Siegel des Königs auftaucht, und man merkt, okay, hier gibt es ein paar Intrigen und Merkwürdigkeiten, und ja, leider muss er dieses Geheimnis doch so ein bisschen mehr für sich behalten und kann sich da nicht austauschen. Aber als er dann eben ja auf den Meister trifft und eben dann auch noch auf die Tochter des Abdeckers und deren Freund, der ist Küchengehilfe, die dem Alchemisten eben auch noch einen ja, besonderen Stein bringen, der so alles ein bisschen ins Rollen hier bringt, ja, müssen sich alle vier im Grunde auf den Weg machen, um den Mord aufzulösen, um einen Komplott vielleicht sogar aufzulösen, um Intrigen ja, aufzuhalten, und ja, es ist sehr verwirrend, und das war tatsächlich auch die anfängliche Schwierigkeit, die ich ein bisschen mit diesem Buch so hatte, bis ich denn mal drin war. Es ist schon eine gelungene Fantasy mit doch schon eigentlich leichter Sprache, und sie hat auch manchmal so eine wunderschöne Portion schwarzen Humor, und das hat mir auch ganz gut gefallen. Allerdings passiert einfach gefühlt nicht sehr viel in der Zeit, in der dieser erste Band Dinge erzählt. Es plätschert so ein bisschen vor sich hin, es verläuft sich so ein bisschen in Banalitäten, in Wiederholungen, und man geht irgendwie 5 Schritte, aber eigentlich ist man nur im Kreis gelaufen, und ach, das fand ich tatsächlich ein bisschen anstrengend. Es ist sprachlich schon sehr gut auch für Anfänger geeignet. Und ich glaube, der Vorteil ist hier, dass wir auch einfach einen deutschen Autor haben, der Fantasy schreibt, weil natürlich auch die deutsche Sprache wunderbar
verwendet werden kann, um so Sprachspielereien zu machen. Und er spielt, also Sam Feuerbach spielt sehr mit der deutschen Sprache und das mochte ich tatsächlich sehr gerne. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man ja diesen Humor so mit einbringen kann, die deutsche Sprache mit ihrem Wortwitz, den es manchmal gibt, wo man eben einfach keine Übersetzung irgendwie hat. Und das fand ich tatsächlich ganz gut. Zudem wird die Welt auch bildhaft dargestellt. Man konnte da gut folgen, besonders wenn es dann natürlich rausgeht. Und es wirkte so auch schon greifbar und auch lebendig. Also man hat schon das Gefühl, dass was das angeht, Sam Feuerbach wirklich sein Handwerk auch kann. Und der Start war schon sehr holprig, das fand ich wirklich schade. Und zwischendurch hat mir definitiv Robert Frank geholfen, weiterzuhören. Ich glaube, durch die Langatmigkeit an manchen Passagen hätte ich mich lesend nicht durchgeschafft, durchgequält, hätte ich jetzt gesagt. Es ist ein bisschen böse. Ich glaube schon, dass das Hörbuch geholfen hat und auch einfach, dass ich Urlaub hatte und manchmal einfach da saß und einfach zuhören konnte und trotzdem Dinge um mich so wahrnehmen konnte, ja, dass ich da einfach dran geblieben bin. Wir haben, und das finde ich auch sehr gelungen, vier ganz unterschiedliche Charaktere. Wir haben den Alchemisten, Stadtwache, die Tochter des Abdeckers und auch den Küchengehilfen. Und ich finde das tatsächlich ganz spannend, dass wir so ganz unterschiedliche Riegen haben, dass wir eine Gruppendynamik haben, die sehr gut funktioniert. Und dass eben diese vier miteinander wunderbarst agieren, dass wir sehr unterhaltsame Dialoge haben, Gruppengespräche haben, dass diese Herangehensweise an Themen eben von vier Augen betrachtet werden, das gefällt mir gut. Es sind auch sehr schrullige Charaktere und das finde ich ist Sam Feuerbach auf jeden Fall sehr gelungen, die wirklich tiefgründig zu zeigen, wirklich ihren Fortgang sozusagen zu beschreiben. Vielleicht ist manchmal auch der Humor zu viel gewesen. Aber das ist, glaube ich, auch einfach nur Geschmackssache. Die Charaktere sind auf jeden Fall sehr liebenswert und die hat er wirklich mit sehr viel Liebe und Feingefühl geschaffen und uns auch rübergebracht. Ja, wie schon gesagt, der Humor und die Wortspielereien und der Wortwitz ist an mancher Stelle einfach too much. Ich hatte auch manchmal den Eindruck, dass der Humor sehr gewollt gewirkt hat, wenn so eine Dynamik herrschte und man dachte, jetzt kommt irgendwie so ein Wortwitz, damit es jetzt irgendwie aufgelockert wird und unterhaltsam wird. Und das hätte es für meinen Geschmack vielleicht an so vielen Stellen auch gar nicht gebraucht. Aber ja, es hat mir gut gefallen, aber ich glaube nicht, dass ich die Reihe weiterverfolgen werde und ich glaube definitiv, dass hier ein Stern extra für Robert Frank gegeben wird, weil ohne ihn hätte ich wahrscheinlich tatsächlich mittendrin irgendwann gesagt, ach, es ist einfach ja so langsam, so langatmig, dass ich nicht weiter gelesen hätte. Daher großes Plus-Plus-Plus-Sternchen für Robert Frank und auch Sam Feuerbach, dass er natürlich eine andere Welt mal erschaffen hat. Aber es ist jetzt nichts, was mich total gepackt und gefesselt hat. Dann ging es weiter mit Die Suche nach Pauli Fink von Ali Benjamin. Und ich glaube, von der Autorin habe ich tatsächlich auch schon mal was gelesen. Zumindest kam mir ihr Name doch so ein bisschen bekannt vor. Aber ja, ich glaube, da sind jetzt keine Beschreibungen drin. Nein, auch das habe ich beim damaligen Unpacking von Anka mit rausgenommen und weiß auch, dass Anka es gelesen hat. Und ich glaube, ein bisschen ratlos war und ich würde mich tatsächlich dieser Ratlosigkeit so ein bisschen mit anschließen. Das Buch hat, soweit ich jetzt gesehen habe, den Deutschen Jugendliteraturpreis im letzten Jahr gewonnen. Ich muss aber vielleicht schon vorgreifen und sagen, also ganz für Kinder und Jugendliche ist dieses Buch irgendwie nichts. Also ja, ich fand es tatsächlich ein bisschen schwierig. Wir treffen auf Caitlin. Sie muss umziehen, weil ihre Mutter einen neuen Job gefunden hat und sie wird auch vor vollendete Tatsachen gestellt. Also es gibt keine langen Gespräche, sondern ihre Mutter sagt, wir ziehen um und dann ist das eben so. Sie kommt dann eben auch in eine neue Schule. Sie geht in die 7. Klasse. Dort dann auch angekommen, wird sie nicht so mit richtigen willkommenen Armen, nein, mit offenen Armen willkommen geheißen, so rum. Denn Pauli Fink ist verschwunden. Er war eine Legende, er war der coolste Typ überhaupt und alle sind irgendwie auf der Suche nach ihm. Nun gibt es irgendwie eine Art Castingshow in der Klasse, um eben den neuen Pauli Fink zu finden und zu bestimmen. Und hier schafft es dann eben auch Caitlin, einige Aufgaben beizusteuern und ja, im Grunde hier die Klasse auch ein bisschen zusammenzubringen. Und das gelingt ihr dann auch so nach und nach. Ich muss sagen, ich finde den deutschen Titel nicht so gelungen, denn es ist nicht irgendwie die Suche nach Pauli Fink, sondern ich finde, eigentlich hat der englische Titel The Next Great Pauli Fink irgendwie passender. Also, dass man eben auf der Suche nach dem
nächsten großen Polly Fink ist, finde ich irgendwie ansprechender. Es lässt mich sehr verwirrt und ratlos zurück. Ich bin relativ schnell durch das Buch durchgekommen. Es gibt unterschiedliche Erzählarten von Erzählungen, von Interviews, von Zeitungsartikeln. Es gibt E-Mails, es gibt Listen und das fand ich sehr abwechslungsreich und das hat mich auch wirklich sehr schnell durch dieses Buch gebracht. Aber ich glaube, dass es für ein Kinder- und auch ein junges Jugendbuch definitiv zu abstrakt ist und zu abstrus ist. Also das ist so das Wort, was mir einige Male durch den Kopf ging, dass das irgendwie nicht so richtig passt. Und auch die Suche rund um Polly Fink, ich fand das, oder die nächsten Polly Fink, ich fand das einfach ein bisschen merkwürdig. Ich fand es sehr schwer zugänglich, ich fand es sprachlich sehr speziell und anders. Und es hat mich leider nicht so richtig erreicht. Dennoch war es unterhaltsam und es war auch manchmal komisch und auch skurril. Aber es war nicht so richtig zum Greifen. Und auch die Charaktere waren irgendwie weit weg und haben mich nicht so in ihren Bann bringen können. Und ich mochte schon diese Mischung aus den verschiedenen Erzählarten. Ich fand auch spannend, wie Caitlin mit dieser Situation umgeht. Aber auch mit dem Ende bin ich irgendwie ein bisschen überfordert und verstehe nicht so ganz, was man mir eigentlich hier für eine Geschichte erzählt hat und warum man glaubt, dass man diese Geschichte Jugendlichen irgendwie, also ja, aber das ist, ja, es ist glaube ich schon ein Buch, was polarisiert. Ich glaube, es gibt auch ein paar Leute, die das wirklich lieben und toll finden. Für mich hat sich das irgendwie nicht erschlossen. Für mich war es leider nicht so richtig greifbar und ich habe auch den ganzen Wirbel innerhalb mit dieser Challenge und so nicht verstanden. Und ich fand die Aufgaben ganz okay und ganz gut ausgearbeitet und uns auch gezeigt. Es hat, wie gesagt, auch unterhalten, aber so einen richtigen Mehrwert nehme ich irgendwie nicht raus. Und es ist auch nichts irgendwie so richtig fürs Herz und es ist mir auch nicht nahegegangen. Und ja, es tut mir ein bisschen leid, dass es eher so ein Okay-Buch ist. Es war jetzt gefühlt alles ein bisschen okay. Wird Zeit, dass dann mal ein Highlight irgendwann im Juli kommt, aber ja, wobei Christine Thürmer war schon nah dran, aber ja, leider nur irgendwie okay und wird, denke ich, dann auch bei mir weiter wandern. Dann geht es weiter mit einem Sachbuch. Gegen Ende des Urlaubs habe ich mich Joyful gewidmet von Ingrid Vettel-Lee. Hat den Untertitel, wie sie ihre Wohlfühlumgebung gestalten und glücklich leben. Und ich glaube, das war auch damals der Unterschrift, die Überschrift, die mich so ein bisschen angesprochen hatte. Wir erhalten hier zahlreiche Erfahrungen der Autorin, die eben verschiedene Einrichtungsmöglichkeiten erforscht hat. Und diese Erkenntnisse schreibt sie in diesem Buch eben sehr locker und leicht auch nieder und hat sie im Grunde auch für uns gesammelt und möchte uns eben jetzt dazu anregen, Freude in unser Leben zu lassen oder wiederzulassen. Sie selbst ist Designerin, hat hier in Princeton studiert und schreibt unter anderem zum Beispiel als Expertin für Design für die New York Times. Wir haben hier so Themen drin wie Energie, Freiheit, Fülle und Harmonie und wie raus wir die eben betrachten können und wie uns eben unsere Umgebung auch dazu helfen kann, dass wir diese Dinge in voller Fülle bei uns im Grunde wieder finden. Wir erleben in diesem Buch Freude in ganz unterschiedlichen Arten und wie wir diese eben auch in unser Leben lassen können. Es sind schon schöne Ideen dabei. Ich fand sie aber manchmal zu oberflächlich und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das bei Amerikanern, ohne jetzt irgendwie ein Vorurteil zu schaffen, oftmals der Fall ist. Also ich habe schon immer mal das Gefühl, dass wenn man Ratgeber aus den USA liest oder sich auch Dokumentationen anschaut, dass das nicht ganz so tiefgründig geht, sondern ein bisschen oberflächlicher bleibt. Und dieses Gefühl habe ich hier auch. Damit möchte ich nicht sagen, dass alle so sind. Und ich möchte auch nicht sagen, dass Deutsche da in Dokumentation immer alle besser sind. Das auf gar keinen Fall. Aber ich habe doch oftmals das Gefühl, und dazu kommen wir dann im Vergleich zu einem anderen Buch, dass das doch manchmal einfach eine Spur oberflächlicher ist. Es ist sehr einfach zu lesen. Ich bin gut durch die Seiten durchgekommen. Es gibt nicht so viele Fachbegriffe, sondern man kann sich unter den verschiedenen Dingen auch etwas vorstellen. Ich habe auch zwei Markierungen gemacht. Wie hier zum Beispiel, nicht nur der Länge nach sollen wir das Leben leben, nein, auch in die Breite, wie wohl auch schon Diane Ackerman so schön gesagt hat, die, glaube ich, ihres Zeichens Autorin war. Und dann geht es hier auch um die Veränderungen in der Nähe des Küchenbereiches.
Harmonie zieht Harmonie nach sich. Ein Zuhause setzt sich aus vielen miteinander verflochtenen Teilen zusammen. Und so wie wir oftmals vergessen, dass unsere Umgebung unseren Gefühlshaushalt beeinflusst, so vergessen wir, dass ein Teil eines Raums den anderen beeinflusst. Und da ist definitiv etwas dran. Ich glaube, das kennt auch jeder von uns, egal ob man mit Farbe spielt oder mit Formen oder ob man sich für dunkle oder helle Möbel entscheidet, alles oder auch für Farbe an der Wand oder nicht. Und wenn ja, dann Farbe, vielleicht auch nur für welche Farbe. Das macht definitiv was mit unserem Zuhause. Und das ist ja zum Beispiel auch ein großer Trend, dieses ganze Beige und Weiß, wo ich total raus bin, wo ich immer denke, wenn ich das auf Pinterest sehe oder irgendwo auf Instagram, denke ich immer, puh, das wäre definitiv nicht meine Umgebung, in der ich mich wohlfühlen würde. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die finden das ganz toll und fühlen diesen Vibe und diesen Flow und dann ist das auch fein. Und so muss einfach jeder für sich so ein bisschen das auch aus dem Buch herausnehmen, an Farben, an Formeln, an Impulsen, an Ideen, die eben zu seinem Stil passt. Und ich finde, das macht die Autorin auch richtig gut. Sie lässt hier definitiv Spielraum für die eigenen Ideen, den eigenen Geschmack, die eigene Suche und auch das eigene Finden. Und ich fand es eben sehr schön, dass es bei ihr sehr viel um Freude ging. Also wie man die in sein Leben holt, indem man eben sich schöne Dinge zum Beispiel sucht oder was man im Äußeren wahrnimmt und wie wir eben auch kollektiv einfach Dinge schön finden. Also sei es ein Sonnenuntergang oder verschiedenste Dinge, die sie hier im Grunde auch beschrieben hat. Ich glaube, das ist auch hier unten zum Beispiel, ja, blühende Bäume, blauer Himmel, das Gefühl von feinstem Sand unter den Füßen oder das Lächeln im, also zaubert einem das Lächeln ins Gesicht und dass das eben alles nicht irgendwie Zufälle sind, sondern eben ganz speziell auch in unserem Gehirn Dinge anregt und die wir gut finden. Und ich fand das Buch auch gut, aber ein bisschen oberflächlich und manchmal auch ein bisschen viel drumherum geredet. Also das definitiv, ich glaube, man hätte das Buch durchaus auch irgendwie, ich weiß nicht, um 100 Seiten wahrscheinlich, ja, 400 Seiten hat es knapp, 350, man hätte das wahrscheinlich auch wirklich so auf 300 Seiten, 280 bringen können, ohne dass man irgendwas verpasst hätte. Aber es war gut, ich habe mich unterhalten gefühlt und ja, mehr muss ein Buch ja manchmal auch gar nicht bringen. Dann ein Buch, was ich mit in die erste Arbeitswoche genommen habe, und zwar Couch Karma von Walter Rehm. Und da kommen wir eben mit dem Vergleich zu einem amerikanischen Autorin und einem deutschen Autor. War ein Weihnachtsgeschenk einer ganz lieben Freundin. Viele Grüße an dich, Anita. Und das wollte ich jetzt auch einfach lesen und habe damit noch am Wochenende im Urlaub angefangen, habe es dann aber noch in die Arbeitswoche mitgenommen. Der Autor ist selbstständiger Medienberater und Autor und lebt in München und hat selbst mit Yoga, obwohl man jetzt hier den Eindruck vermittelt bekommen könnte, eigentlich nichts zu tun. Es ist daher auch kein klassisches Yoga-Buch, auch wenn man das irgendwie erstmal meinen könnte, weil auch verschiedenste Grafiken in diesem Buch durchaus bekannte Yoga, jetzt finde ich natürlich keine, Yoga-Übungen zeigen. Und ja, das fand ich tatsächlich ganz spannend, dass er aber eigentlich einen ganz anderen Ansatz verfolgt hat. Es ist eher tatsächlich ein Ratgeber, um das Wohlbefinden zu finden, um das Wohlbefinden auch in sein Leben zu lassen und das auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Wir haben hier verschiedenste Kapitel mit einer Art Ratschlägen, also angefangen zum Beispiel mit der Studienleiter, der der Proband ist, die Zigarette, die erste ist, die Bahn, die nicht erreichbar ist, der Abschied, der längst fällig ist, die Zeitung, die nicht gekauft ist, das Instrument, das kein Maßstab ist, das Schwitzen, das ohne Stöhnen ist, das Leben, das artgerecht ist und die Arbeit, die zu Ende ist. So kann man sich ein bisschen diese Überschriften im Buch vorstellen und dazu erhalten wir dann eben Anekdoten, persönliche Geschichten, spannende Impulse und vom Autor selbst, der uns eben dazu einlädt, auch mal andere Dinge auszuprobieren, mit durchaus sehr kuriosen Anregungen, die mir auch einfach in Erinnerung geblieben sind und die ich sehr spannend finde. Es gibt überhaupt keine klassischen Fingerzeig-Tipps und auch kein, das musst du machen, das solltest du machen und lass das lieber bleiben, sondern wir werden eher auf Dinge aufmerksam gemacht, die uns eben gut tun könnten. Und
Oder eben auch eher Schaden, wenn man das Gegenteil möchte. Und es ist eben kein mach das, dann geht's dir gut, sondern versuch doch mal, wenn du möchtest, dass das und das in deinem Leben eintritt und dass dann eben dein Körper sich wieder wohlfühlt. Und das fand ich richtig schön. Das habe ich sehr, sehr selten in dieser Art Ratgeber gefunden und fand das hier wirklich einfach mal anders gedacht, anders an den Leser getragen. Und es war für mich wirklich ein inspirierendes Buch, was eben so auch den Kleinigkeiten des Lebens den Frohsinn und den Sinn zeigt. Es gibt zum Beispiel magische Wörter oder es gibt einen Aufruf zu mehr Lachmomenten und das fand ich richtig, richtig schön und das hat mich auch richtig gut unterhalten. Wir haben hier wirklich einen sehr lockeren, leichten Schreibstil. Der Autor macht das alles sehr lebendig und sehr authentisch und bringt uns eben mit seinen Anekdoten zum Schmunzeln, aber natürlich auch zum Nachdenken. Das muss ich ja nicht ausschließen. Wir haben sehr kurze Kapitel und so fliegt man gefühlt auch wirklich durch das Buch und nimmt eben auch einige Impulse mit. Ich habe mir hier auch drei Sachen markiert. Zum einen der Gedanke, der schlecht ist. Mit welchem Ziel lasse ich Schlagzeilen mein Leben bestimmen? So rum. Da schlägt die Seite um. Dann habe ich der Sitz, der nicht zum Liegen ist. Warum vertraue ich jeder Stuhllehne mehr als meinem eigenen Rücken? Und dann als letztes, und das fand ich wirklich sehr gelungen, das Wort, dass das Magischste ist. Wie unendlich weit auch immer sich meine Verantwortung scheinbar ausdehnt, wenn ich will, reicht sie in der nächsten Sekunde gerade noch so weit, wie meine Lunge Platz für Luft hat. Und die lasse ich dann auch noch langsam aus mir heraus. Ja, also drei Kapitel, die ich besonders gelungen fand. Und mir hat es Spaß gemacht. Also es hat tolle Impulse geliefert. Es hat mich wirklich wahnsinnig gut unterhalten. Und ich glaube, so ein bisschen was fehlte zum Highlight. Ich glaube, das war vielleicht doch ein bisschen mehr. Ich kann es manchmal nicht beschreiben. So der Funke zwischen Walter Rehm und mir ist nicht ganz so übergegangen. Trotz seiner persönlichen Geschichten blieb er doch ein bisschen weg von mir. Und ich glaube, wenn ich da noch ein bisschen näher rangekommen wäre, wie zum Beispiel, wenn ich an die Highlights auch hinten mir im Regal denke, zum Beispiel an den Harpe Kerkeling denke, der hat einen ein bisschen näher noch gegriffen. Also der hat einen gepackt, mitgerissen und das hat hier so einen Hauch gefehlt, weswegen ich es ein ganz, ganz tolles, fast Highlight-Sachbuch benenne, aber so der Funke noch ein bisschen gefehlt hat. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass dieses Büchlein bei mir eingezogen ist. Der liebe Gruß von meiner Freundin ist auch noch hinten drin und ich werde da, denke ich, auf jeden Fall noch öfter mal reingreifen und einfach mal schauen und ich finde das richtig toll. Ich glaube, so wie ich das jetzt auch richtig sehe, ist das ein Self-Publisher-Buch, wenn ich das richtig so jetzt betrachte, auch wenn ich mir das anschaue. Dieses Buch ist eine Couch. Ich gucke gerade mal, printed. Ja, also scheint tatsächlich ein Self-Publisher zu sein. Finde ich tatsächlich super spannend. Es gibt aber auch ein Lektorat, es gibt eine ordentliche Umschlaggestaltung. Also ja, kann ich gar nicht meckern. Also es ist eine tolle Qualität, bin ich gar nicht so drauf gekommen. Von daher wirkliche Empfehlung, wer gerne so ein paar Impulse möchte und kann ich wirklich empfehlen, auch besonders, wenn man sich vielleicht noch nicht so mit dem Thema befasst hat. Und mir hat das auf jeden Fall Freude und Lesespaß gebracht. Kommen wir beim achten Buch zu einem Hörbuch, was mich wirklich doch recht begeistern konnte. Und zwar The Unhoneymooners von Christina Loren. Hat mich vom Cover angesprochen, vom Klappentext, dass die Geschichte auf Hawaii spielt. Und ich habe mir die, glaube ich, auch tatsächlich so zum Arbeitsstart oder so kurz vor Urlaubsende angehört und habe da so ein bisschen meinen Urlaub noch mit in die Arbeitswelt mitgenommen. Wir haben hier ein Autorenduo. Wir haben auch ein bisschen eher so ein Slow Burn, wie man so schön sagt, gemischt mit so dieses Enemies to Lovers. Also scheinbar irgendwie verfeindet werden sie zu Liebhabern und ich werde die Autorin definitiv ein bisschen auch im Auge behalten. Gesprochen wurde das Hörbuch von Sandra Voss, was ich sehr angenehm fand. Ich fand, sie hat wirklich gute Stimmung reingebracht, klang nicht zu monoton, hat gut vertont und ich fand hier auch, dass sie die witzigen Stellen richtig gut auch herausgearbeitet hat. Ja, wir treffen in der Geschichte auf Olive, die der Pechvogel der Familie ist und dabei hat sie dann auch noch eine Zwillingsschwester, die vom Glück sozusagen ja überrannt wird oder ja förmlich verfolgt wird. Wir treffen die beiden oder ja, wir treffen die Geschichte kurz vor der Hochzeit von Olives Schwester. Sie hat gefühlt alles gewonnen, vom Kleid über die Kleider der Brautjungfern, übers Buffet, über den DJ, über die Hochzeitsreise. Alles wurde mit Gewinnen und Rabattcodes irgendwie fast umsonst durchgeführt. Doch beim Buffet
ist kostenlos manchmal nicht so das Beste, denn es holen sich alle Gäste irgendwie eine Essensvergiftung, eine Lebensmittelvergiftung ein. Nur Olive und der Bruder des Bräutigams nicht, weil die beiden aus verschiedenen Gründen kein Buffet essen mögen. Und so kommt es, dass Ethan, der Bruder des Bräutigams, und Olive jetzt vor der Herausforderung stehen, dass sie auf die Hochzeitsreise fliegen sollen nach Hawaii. Denn auch die ist ein Gewinn und dieser Gewinn würde verfallen, wenn eben nicht Olives Schwester ankommen würde. Dass sie aber eine Zwillingsschwester ist, klappt das relativ gut, dass man ihr das abnimmt. Und so reisen beide, die sich eigentlich nicht mögen, beziehungsweise vielleicht zu teilen auch einfach nur denken, dass der andere irgendwie doof ist, reisen sie hier in die Hochzeitssuite und nehmen die Hochzeitsreise an. Und diese Reise hat so einige Überraschungen parat. Ich fand es wirklich eine sehr tolle Liebesgeschichte mit sehr bildhaften Eindrücken auch von Hawaii. Es gab viel Schmunzelmomente, viel Humor und ich war hier wirklich sehr angetan. Es gab so eine kleine Wendung, ja, eigentlich nimmt sie tatsächlich am Ende schon recht viel ein. Da geht es um den Bräutigam von Olives Schwester, also dann auch Ehemann. Und das hätte es für meinen Geschmack nicht gebraucht. Also das war wirklich so, wo ich dachte, warum muss man da jetzt irgendwie noch so einen Nebenschauplatz aufmachen? Das hat tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen dazu geführt, dass es am Ende kein Highlight geworden ist. Der Schreibstil des Autorenduos ist sehr locker, sehr leicht, sehr lebendig, wirkt authentisch. Ich mochte die Dialoge, den Witz, den Charme. Ich mochte das Flirten. Ich mochte die verschiedensten Überraschungen, die hier eingebaut wurden, fand ich richtig toll. Auch Hawaii wird bildhaft beschrieben, auch wenn wir schon viel natürlich in diesem Resort sind, kriegen wir auch ein bisschen was von drumherum mit und man bekommt direkt Lust auf Urlaub und Hawaii steht definitiv auf meiner Reiseliste auch relativ weit oben. Ich fand es aber toll, wie wir die Insel entdecken, was uns gezeigt wird, was uns erzählt wurde, wie auch dieser Urlaub wahrgenommen wurde und fand es toll, wie sich unsere Charaktere hier im Grunde auch eingelebt haben. Ich mochte diese Wendung, so ein bisschen auch dieses Friends, nein, Enemies to Lovers, so, also diese Feindesgeschichte, diese vermeintliche Feindesgeschichte nur so bedingt, weil ich dachte, würde man einfach miteinander sprechen, hätte man schon viel früher gemerkt, dass das eigentlich Konflikte sind, die gar keine Konflikte sind, wenn ihr versteht. Und auch das mit dem Ehemann, das hätte es für mich überhaupt nicht gebraucht. Ich fand es viel zu detailliert, ich fand es viel zu in den Vordergrund rückend und ich fand es tatsächlich auch sehr ernst. Und dafür war die Geschichte aber eigentlich bis dahin sehr locker, sehr leicht und so bedingt tiefgründig. Also das habe ich irgendwie nicht verstanden, warum man das eingebaut hat, weil für mich hat das so ein bisschen dieses Sommerbuch, dieses schöne Feeling so ein bisschen getrübt. Aber ja, das Niveau ist hier aber schon auch sehr hoch. Auch die Spicy-Szenen gefielen mir richtig gut. Es war nichts, wo ich Augen rollen musste oder wegblättern musste, gedanklich oder vorspulen. Das fand ich richtig gut und auch eben nicht zu übertrieben. Ich muss sagen, ich mochte auch hier Olive und auch Ethan. Ich fand, dass beide ganz tolle Charaktere waren, die eine tolle Entwicklung machen für sich selbst, aber natürlich auch miteinander. Und ich fand auch die Love Story richtig, richtig toll. Es gab wunderbare, humorvolle Dialoge. Ich mochte auch so ein bisschen, ja, dieses feine Flirty von beiden. Und ich fand, ja, bis auf diesen eigentlichen ursprünglichen Konflikt fand ich auch die Kommunikation in diesem Urlaub richtig toll. Also ich fand es toll, dass beide sehr direkt waren, auch gesagt haben, wie sie sich das vorstellen, wie sie was finden, wie sie Dinge vielleicht auch umgehen. Und ich fand das richtig gut, dass jeder da so irgendwie zum Zuge kam und so ein bisschen erzählen konnte, was einem gefallen hat und was nicht. Also ich fand das wirklich eine tolle Liebesgeschichte, die mich sehr begeistert hat. Und deswegen werde ich auch Christina Loren, das Autorenduo, auch im Auge behalten. Dann ging es weiter mit einem Autoren, beziehungsweise auch hier ein Duo, und zwar Jenseits des Abgrunds von Francesc Miralles und Angelis Donato, Roman über den Sinn des Lebens. Und von Francesc Miralles habe ich schon einiges gelesen, deswegen war ich hier sehr, sehr neugierig, wie diese Geschichte so funktionieren wird, die auf wahren Begebenheiten ruht. Wir treffen in der Geschichte auf Toni, der hat seinen Bruder verloren und er will jetzt nun die Asche in den Bergen verstreuen. Als er an einer steilen Felsklippe ankommt, vorbeikommt, überlegt er eben einen Moment, ob das der passende Ort wird und er trifft dort dann auf einen sehr zurückgezogen lebenden alten Japaner, Kosi-san.
Ich glaube, ja, ich habe mir das notiert. Ich habe es ja nicht so mit Namen. Und dieser denkt anfänglich, dass ich eben Toni hier umbringen möchte und zieht ihn im Grunde zurück und ist, ja, weil er hier eben auch schon öfter der Wächter der Klippen ist, damit eben möglichst, ja, wenige hier wirklich, ja, ihren Tod finden. Er lädt ihn auf eine Tasse Tee ein und Toni folgt dieser Einladung auch und jetzt haben wir so ein bisschen einen Dialog über den Sinn des Lebens und, der aber wirklich anfänglich nur so ein bisschen zwischen den beiden stattfindet und eben uns auch so ein paar Hintergrundgedanken mitgibt von Kosi-san und was ihn dazu führte, eigentlich so der Wächter der Klippen zu werden, wenn ich das jetzt mal so benennen kann. Ich muss sagen, es war leider etwas ganz anderes, als ich erwartet habe. Ich fand auch die erste Hälfte noch richtig gut. Da war ich schon sehr angetan und dachte, ja, geht in eine andere Richtung, als ich dachte, aber auf jeden Fall in eine gute Richtung. Und dann hat es aber schlagartig in wahnsinnig viele Klischees geendet und dann gibt es auch noch eine weitere Figur, eine dritte Figur, die es für mich überhaupt nicht gebraucht hat, die für mich dieses ganze Buch irgendwie, ach, ja, also die mir einfach keinen Spaß gebracht hat. Der Einstieg und besonders auch die erste Hälfte fand ich sehr gelungen. Ich fand es sehr inspirierend. Ich fand es nicht so kalenderspruchmäßig. Ich mochte auch die Lebensaufgabe von Kosi-san, die er erzählt, wie er eben dazu gekommen ist, dass er über diese Klippen wachen möchte, was hier schon alles passiert ist. Er möchte Hoffnung geben, er möchte Hoffnung schenken und schafft das eben auch bei ganz vielen Gesprächen, die eben bei einer Tasse Tee beginnen und versucht hier eben die Betroffenen auch abzuholen, dass es immer eine andere Möglichkeit gibt. Natürlich klappt das nicht immer und hier war so auch ein bisschen ein Punkt von mir, wo ich dachte, naja, es wirkt manchmal so ein bisschen sehr emotional, was für mich nicht dieses klassische Japanische sozusagen zeigt. Also wie ich ja japanische Menschen wahrnehme in Geschichten von japanischen Autoren, Erzählern und da hatte ich so das Gefühl, es war schon fast zu westlich emotional. Ich glaube, ja, dass Japaner nicht immer so emotional sind. Ohne jetzt groß Japaner zu kennen, das möchte ich auch vorwerfen. Aber so wie ich das in der japanischen Literatur wahrnehme, ja, wirkte Kosi-san für mich nicht, als wäre er ein Japaner. Ich wurde mit Toni, unserem ja, Protagonisten, nicht so richtig warm. Er ist natürlich so ein smarter Businessmann, der viel zu schnell auf einmal dann aber doch zum Nachdenken kommt, sein Leben hinterfragt. Dann auf einmal auch davon erzählt, obwohl er ja eigentlich so ein Arbeitstier ist, dass ihm doch die Familie so wichtig ist und wie er da geprägt ist und wo ich so dachte, wo kommt denn dieser Wandel so schnell her? Also du trinkst da eine halbe Tasse Tee, hinterfragst dein Leben und sagst dann, eigentlich war alles, was bisher lief, doch nicht so gut. Es war nicht so richtig stimmig, es hat für mich nicht gepasst. Dieser Veränderungsprozess hätte definitiv länger gebraucht und es wirkte dadurch eben auch so ein bisschen, er wirkte sehr blass. Er hatte keine Tiefgründigkeit und ja, wie so ein Fähnchen im Wind habe ich ihn irgendwie habe ich ihn wahrgenommen. Und dann gibt es eben auch noch so eine Wendung, wo eben dann noch eine weitere Figur hinzukommt, zu der ich gar nicht so viel sagen möchte. Die hat mir überhaupt nicht gefallen, die hat mir überhaupt nicht gepasst und ich fand es überhaupt nicht stimmig zur Geschichte. Und es wirkte dadurch auch ja, sehr unauthentisch und es hat sich einfach komisch angefühlt. Es hat einfach nicht gepasst, wie wenn da so ein ganzer Fremdkörper irgendwie in diese Geschichte platzt. Sprachlich war es schon sehr poetisch und auch sehr schön. Ich fand es auch stimmig und nachhallig. Und ich glaube, deswegen bin ich bei der Geschichte auch dran geblieben. Und das mag ich von den Büchern von Miralles natürlich auch immer sehr, dass er eben so ein bisschen poetisch ist, dass er Lebensweisheiten weitergibt. Und es wirkt so ein bisschen eben wie so eine andere Weltbevölkerung, was uns hier gezeigt wird. Es sind auch ein paar Zitate darin enthalten und auch Anekdoten, die ich gut fand. Aber tatsächlich, wie man sieht, nichts, was ich irgendwo dachte, das muss ich mir irgendwie markieren oder gar rausschreiben. Es wirkte mir alles insgesamt einfach zu gewollt, zu aufgesetzt, zu konstruiert und das ist tatsächlich sehr schade, weil ich mir hier schon, dadurch, dass es eben auch auf wahren Begebenheiten irgendwie beruht, schon was anderes vorgestellt habe. Ja, leider nur so ein Okay-Buch und diese Okay-Bücher sollten sich dann jetzt ja auch fortsetzen, denn gefühlt war, glaube ich, so an Honeymooners, ich glaube, ja, somit das beste Buch jetzt in dieser zweiten
Juli-Hälfte. Ja, dann kommt Magic Fire. Das habe ich gehört von Helen Harper. Das ist der vierte Teil der Firebrand-Reihe. Und es wird wieder gesprochen von Mary Lou Pullman, die ich super gerne höre. Habe ich auch auf BookBeat gehört. Ich hatte im Juli 25 Stunden bei BookBeat für 1 Euro. Habe ich sehr gerne genutzt. Ich mag diese Angebote so ein, zwei Mal im Jahr sehr gerne. Und ich habe da eben The Unhoneymooners gehört und auch Magic Fire. Ich liebe die Covergestaltung der ganzen Reihe. Ich mag die Bücher von Helen Harper super gerne und ich kann euch diese Reihe uneingeschränkt auf jeden Fall empfehlen. Ja, wir haben ja ursprünglich mal Emma Bellamy kennengelernt, als sie zum Supernatural Squad gewechselt ist und wir sind hier eben in einer Fantasy-Welt, wo diese ganzen, ja, übersinnlichen Wesen wie Vampire, Werwölfe und so weiter eigentlich einfach ganz normal unter uns laufen und unter uns leben. Und wir haben jetzt ja auch schon 3 Geschichten von ihr sozusagen miterlebt. Wir sind da immer mit dabei und es ist so ein bisschen, ich glaube, hier trifft auch dieses Wort Cozy, Fantasy, Krimi irgendwie aufeinander. Und wir haben jetzt eben 3 Fälle schon kennengelernt, die wir auch irgendwie gelöst haben. Und es gibt eben immer wieder Begegnungen mit den Vampiren und eben ja diesen ganzen Geschöpfen des Übernatürlichen. Und ich finde halt so schön, dass das sich einfach so normal einfügt, so ganz normal ist und das gar nicht etwas so Besonderes ist, weil ich glaube, so eine Welt würde mir persönlich auch Spaß machen. In diesem Fall müssen wir nun einen Mord auflösen, bei dem der Verdacht besteht, dass eben ein Übernatürlicher diesen begangen hat und deswegen wird auch Emma geholt und sie muss jetzt eben auch eine Reise in die Vergangenheit beginnen und ja, an den Ort ihrer Kindheit reisen, wo sie mit 5 Jahren ihre Eltern verloren hat, weil diese ermordet wurden und sie dann auch den Ort verlassen hat. Und als sie da dann eben auch ankommt, merkt sie relativ schnell, dass sie ja dort eine kleine Berühmtheit ist, denn dort ist ja so ein großer Mord, so ja, was da eben alles passierte, doch nicht so häufig und deswegen kennt sie da eigentlich jeder und alle wissen über den Mord Bescheid und ja, das ist natürlich schon was, was sie da definitiv beschäftigt. Überhaupt auch diese Zurückreise in ihre Vergangenheit nimmt sie doch recht mit. Ich bin ein großer Fan dieser ja Fantasy-Krimi-Reihe, so ein bisschen cozy, wohlfühlig, eine kleine Liebesgeschichte, tolle Charaktere, viel Humor und ich fand auch diesen Fall wieder sehr, sehr, sehr spannend. Es ist schon eine besondere Art, wie Helen Harper unsere Protagonistinnen zeichnet, wie auch der Humor hier gestrickt ist. Ich glaube, man muss das schon mögen, aber ich mochte das ja schon bei den Hexfiles und finde es hier auch super. Es ist nach wie vor sehr locker, sehr leicht, es ist gemütlich, es ist spannend und ich mag auch einfach tatsächlich die überraschenden Wendungen, mit denen ich sehr selten irgendwie rechne, die ich vorhersehe und finde das richtig toll. Ich mag das Erzähltempo von Helen Harper. Ich finde auch toll, wie es Mary Lou Pullman umgesetzt hat. Ich mag, wie ja, dieses ganze Umfeld einfach so gemütlich wirkt. Trotzdem lösen wir irgendwie einen Fall. Und auch wenn ich sonst nicht ja so der große Krimileser bin, finde ich das hier wirklich richtig, richtig schön. Ich mag die Erzählperspektive von Emma und ich finde definitiv, dass uns hier die Ich-Perspektive auch näher bringt an die Protagonistin und uns da wirklich in Gedanken, Gefühle und eben auch in das Geschehen wunderbar mit einbringt. Ein kleiner Kritikpunkt am vierten Teil ist für mich definitiv der fehlende Humor. Ich mag den Humor von Helen Harper sehr. Ich mag das sarkastische, ironische, dass es manchmal sehr trockener Humor ist. Und ich hatte das Gefühl, dass das hier ein bisschen kurz gekommen ist. Natürlich reisen wir in die Vergangenheit von Emma und es muss ein bisschen ernster vielleicht irgendwo bleiben, aber ich fand das wirklich schade, dass er doch hier relativ kurz gekommen ist. Ich mag die Charaktere in den Geschichten, ich mag Emma, ich folge ihr super gerne, ich finde es toll, dass wir so viel über ihre Vergangenheit erfahren haben und ich glaube, es gibt ja Minimum noch einen 5. Teil, soweit ich das jetzt gesehen habe. Sie ist einfach eine starke, tolle, mutige Frau und die ich einfach sehr liebenswert finde, mit der ich einfach wunderbar auch in der Geschichte agieren kann, mitgehen kann und das finde ich toll. Ich mag auch den Vampir Lukas, der hier jetzt gar keine so große Rolle in diesem Band spielt, wo man aber merkt, dass er doch so ein bisschen ja im Hintergrund die Fäden zusammenhält und es ein ganz tolles Zusammenspiel zwischen ihm und auch Emma gibt. Alles in allem ein wirklich toller 4. Band, der mir viel Spaß gemacht hat, der mit ein bisschen mehr Humor und vielleicht mit der einen oder anderen spannungsgeladeneren Dauer durchgeht
gängigen Spannungsbogen vielleicht tatsächlich zum Highlight geworden wäre, aber ich finde die ganze Reihe einfach toll und ich liebe alle vier Bände wirklich sehr und kann euch die wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr so ein bisschen Urban Fantasy mögt und eben ja auch so ein bisschen dieses cozy Krimi mögt, ist das hier wirklich eine ganz, ganz tolle Mischung. Dann habe ich ein Buch gelesen, um eigentlich so ein bisschen den Sommer zurückzuholen. Und zwar ist das der Shelly Bay Ladies Schwimmclub von Sophie Green. Ein Buch, das ich bei der lieben Tanja entdeckt habe von Miss Drunken Cherry, als sie in einem Unpacking von irgendeinem Buchpaket davon erzählt hat, vorgelesen hat, es mich direkt angesprochen hat. Und ich dachte, ja, und ich habe es dann, soweit ich mich erinnere, auch ertauscht oder gebraucht gekauft. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war über Tauschticket, wenn ich mich recht entsinne. Ja, wir sind an der Shelly Bay, wie der Name im Grunde hier schon sagt, in Australien. Und hier treffen sich vier ganz unterschiedliche Frauen mit ganz unterschiedlichen Geschichten, Charakteren und im Grunde auch mit ganz unterschiedlichen Interessen. Und alle vier haben aber ihre Liebe zum Schwimmen gefunden und wollen über das Schwimmen auch ein bisschen zu sich selbst finden. Wir treffen auf Theresa, die für alle wirklich immer da ist, die alles gibt, die sich ganz nach hinten stellt und alle im Grunde erstmal glücklich machen möchte, bevor sie an sich denkt. Wir treffen auf Marie, die eine Witwe ist, zwar schon älteren Baujahrs, aber es noch nicht sehr lange her ist, dass ihr Mann verstorben ist und die im Wasser so ein bisschen auch nach Trost sucht und den eben auch beim Schwimmen findet. Wir treffen Leanne, die so ein bisschen schüchtern ist, zurückgezogener ist, die auch von einem traumatischen Erlebnis so ein bisschen geprägt ist und nicht so ganz aus sich heraus kann. Und Elaine, die ist eigentlich Engländerin, ist aber mit ihrem Mann jetzt nach Australien gezogen und fühlt sich hier sehr oft allein, hat überhaupt keine Wurzeln, keine Freunde und findet sich nicht so richtig zurück in diesem neuen Land. Wir haben ja eben vier Frauen, die das Schwimmen verbindet, eine Freundschaft wächst und die Freundschaft aber dann eben auch über das Schwimmen hinausgeht. Es ist ein sehr langsam erzählter Roman über vier sehr unterschiedliche Frauen in Australien, denen das Schwimmen wirklich sehr viel bedeutet, die eine große Liebe zum Meer bekommen und dann eben auch diese Freundschaft in den Vordergrund rücken. Die Geschichte war sehr langsam. Also man muss das wirklich schon mögen. Und mir war es an mancher Stelle definitiv zu langsam. Ich hätte mir so ein bisschen Tempo an mancher Stelle gewünscht. Es sind vier ganz unterschiedliche Frauen und die werden auch toll gezeichnet. Die haben alle ihre eigenen Päckchen zu tragen, ihre eigenen Entwicklungen und sie sind auch an ganz unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben, die uns wirklich auch gut rübergebracht werden, die uns erzählt werden, man das auch wirklich greifen kann und dann eben auch versteht, wie diese vier zueinander finden, wo die Annäherungspunkte sind und wie sie dann auch zu Freundinnen werden. Man liest die Seiten schon relativ gut weg. Es kommt aber halt wirklich wenig Spannung auf und vieles ist auch einfach sehr vorhersehbar. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und es ist eben kaum überraschend. Es ist schon ein bisschen seicht, vielleicht auch manchmal ein bisschen banal. Und ja, die Frauen, und das war glaube ich so mein Problem und gleichzeitig doch die Motivation dran zu bleiben. Die Frauen bleiben manchmal ein bisschen blass und sie wirken etwas entfernt, obwohl uns ja hier ihre Freundschaft erzählt wird. Und ich glaube, so ein personaler Erzählstil hätte mir tatsächlich besser gefallen. Und ich hätte mir auch gewünscht, wenn die Sprache der Frauen ein bisschen unterschiedlicher gewesen wäre und nicht alle Frauen ähnliche Gedanken haben, ähnliche Wortwahl wählen, ähnliche Szenen beschreiben, als wäre es so aus einem Guss. Ich meine, es ist natürlich schwierig. Ich meine, wir haben nur eine Autorin und die hat natürlich ihre Sprache. Und das auf vier unterschiedlichen Weisen zu zeigen, ist, glaube ich, schon wirklich die Kunst. Aber das fand ich hier tatsächlich ein bisschen schade. Es wurde auch ein bisschen Distanz aufgebaut, beziehungsweise nicht abgebaut. Und es kamen auch kaum Emotionen auf. Und darauf habe ich so gewartet, auf diese Freundschaft, auf diese innigen Gespräche, Momente und das hat mir definitiv auch gefehlt. Was aber richtig gut war, war definitiv, wie Australien eingebaut wurde. Das Meer, das Wasser, diese Liebe dazu, die Umgebung. Das hat mir richtig gut gefallen und hat mich hier auch dranbleiben lassen. Ja, wir haben die vier Frauen, die sehr unterschiedlich sind und die in vielen Teilen auch schon so ein bisschen nachvollziehbar handeln. Aber
Einfach, sie wurden, waren einfach ein bisschen blass. Während aber die Freundschaft und diese Entwicklung, die hat mir richtig gut gefallen. Also, wie sich die gefunden haben, was sie dachten, was sie motiviert hat, auch diese Freundschaft einzugehen, das fand ich auch schon sehr herzerwärmend und hätte ich mir aber so eine Spur intensiver gewünscht. Und ich fand einfach den australischen Charme und Flair hier richtig, richtig toll. Man hat sich hier wirklich gefühlt, als wäre man vor Ort und das hat schon Spaß gemacht. Also auch hier eher so ein Okay-Buch, aber ja, vielleicht hätte es für mich besser funktioniert als Hörbuch. Aber dennoch, ja, wer sowas mag, wer freundschaftliche Geschichten mag, der wird hier auf jeden Fall was haben, was ihm gefällt. Kommen wir zu Morgen, Morgen und wieder Morgen von Gabriele Zevin. Ein Buch, das ich zusammen mit einer lieben Freundin gelesen habe, durch die ich auch darauf aufmerksam wurde, während mir eine andere Freundin ganz unabhängig davon erzählt hat, dass das für sie ein Jahreshighlight war. Und es gibt auch sehr, sehr viele positive Stimmen tatsächlich da dazu und dementsprechend war die Erwartung auch sehr hoch. Ja, wir sind irgendwo in der Mitte der 90er Jahre und treffen auf die hochbegabte ID. IT-Studentin Sadie, die auch Computerspiele designen möchte und treffen auf ihren Kinderfreund Sam. Wir treffen beide im Grunde wieder, als sie sich nach vielen Jahren wiedersehen, denn die beiden kennen sich aus Kindertagen, als Sam nach einem Unfall, bei dem seine Mutter verstorben ist, verletzt im Krankenhaus war, er Videospiele gespielt hat und Sadie hat ihre Schwester begleitet, die ebenfalls krank war und ja, beide ja, haben sich da angefreundet, haben zusammen Computerspiele gespielt und ja, während sich Sam hier erholte, hat Sadie ja, hier im Grunde ihm auch ein bisschen Beistand geleistet. Und ihre Schwester selbst lag mit Krebs im Krankenhaus. Und wir erfahren hier natürlich auch ein bisschen von Sadie, wie es ist, als Schwester von einer kranken Tochter, von einem kranken Kind, so rum wahrscheinlich, wie sich das so ein bisschen anfühlt, wenn sich eben sehr viel um diese kranke Schwester dreht. Ja, Sam ist bei seinen Großeltern aufgewachsen und hat auch nach seinem Unfall große Probleme mit seinem Fuß von Kindertagen, hat auch schon so ein bisschen so, ja, so ein kleines Trauma, was den Autounfall angeht, wo er seine Mutter verloren hat. Er liebt Computerspiele über alles und ist auch auf dem College total in dieser Welt drin, in diesem Thema drin. Und beide wollen dann eben, als sie sich wieder treffen, auch ein Spiel programmieren, holen sich dazu dann auch noch Sams langjährigen Freund Max dazu. Und aus diesem Dreierteam, das dann auch mal noch so ein bisschen ergänzt wird, kommt dann eben ein ganz erfolgreiches Spiel heraus. Doch die Begeisterung für Computerspiele, für dieses Zusammenarbeiten und auch die Freundschaft hält nicht alles so richtig gut aus. Und es kommt dann eben auch noch dazu, dass der ein oder andere schwere Schicksalsschlag auf die drei wartet und zusteuert und ihre Freundschaft auch so ein bisschen auf die Probe stellt. Das Buch ist definitiv anders, als ich es erwartet habe. Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe hier so ein bisschen einen 90er-Vibe erwartet. Ich habe hier so ein bisschen was Nerdiges erwartet. Und das habe ich definitiv auf den ersten 100 Seiten auch bekommen. Vielleicht auch den ersten Drittel. Es war nerdig, es war so richtig so 90er mit den Einflüssen der Musik und der Welt und was man da für Computerspiele gespielt hat, wie das alles so funktioniert hat, wie der Austausch eben auch noch ohne Internet und ohne Handy irgendwie möglich war und das fand ich richtig toll. Es hat sich dann aber zu so Lebenstragödien hingeführt, wo ich so dachte, wo bin ich denn jetzt? Also ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum mir diese ganzen Lebensgeschichten, warum die so tragisch waren, traurig waren, warum immer noch eins on top kam, wie viel Elend kann eigentlich ein Mensch irgendwie aushalten, was macht hier eigentlich überhaupt Sinn, warum gehe ich mit einem hochverletzten Fuß nicht einfach in eine Klinik? Ja, also es waren so Tragödien-Themen drin mit diesen vielen Lebensumständen, die ich einfach nicht so richtig nachvollziehen konnte. Ich hätte das überhaupt nicht gebraucht. Und ich habe das auch von dieser Geschichte nicht erwartet. Das hat weder der Klappentext versprochen, noch irgendwie das Cover, dass wir hier ja im Grunde so ein Thema haben. Meine Freundin, mit der ich das Buch gelesen habe, die hat gesagt, erinnert sie so ein bisschen an ein wenig Leben. Und auch meine Freundin, für die es ein Lesehighlight war, auch die hat diesen Vergleich so ein bisschen gezogen. Ich persönlich kenne ein wenig Leben nicht eben genau aus dem Grund, weil ich nicht unbedingt Geschichten lesen möchte, die total tragisch sind und traurig sind und voller Elend sind und man förmlich vor lauter Tränen gar nicht mehr weiß, wie man eigentlich noch die einzelnen Buchstaben lesen sollte. Ich hatte mir mehr Freundschaft gewünscht, mehr so Gruppendynamik, ein bisschen mehr Leben.
Es kam dann aber durchaus ganz viele Lügen, Kommunikationsprobleme, Drogen, auch dieser ganze Neid. Und das war alles, was natürlich menschlich ist und was in Lebensgeschichte auch gehört. Und also ich hoffe nicht bei allen so dramatisch wie hier, aber das habe ich einfach nicht erwartet. Es wirkte auf mich zudem auch oftmals sehr distanziert und es gab nur sehr wenige emotionale Momente. Es gab einen, wo ich auch wirklich ein paar Tränen vergossen habe und das hat mich eigentlich so gewundert, weil eigentlich ist hier so viel Trauriges passiert, dass ich dachte, ich müsste hier eigentlich zerfließen vor Emotionen und das war aber nicht so. Es war sehr nüchtern, es war sehr distanziert, es war nicht nah genug dran und eigentlich hat mich das am Ende eher genervt als tatsächlich traurig gestimmt. Dennoch sind wir ganz gut durch die Seiten durchgekommen. Ich habe mich auch nicht gelangweilt an irgendeiner Stelle. Aber der Funke mit dieser Begeisterung sprang zu mir nicht über. Ich fand natürlich auch diese Zeitgeist-Themen, die aufgegriffen wurden, gut, wie zum Beispiel auch der 9. September hier eine Rolle spielt oder auch das ein oder andere Musikstück, Konzert, Band. Das hat mir definitiv schon gefallen. Ja, wir lernen hier die Charaktere schon sehr gut kennen. Muss aber sagen, dass die Entwicklungen der Charaktere durch das Älterwerden schon nachvollziehbar sind, aber man nicht das Gefühl hat, dass sie reifer wurden, sondern sie haben sich gefühlt auch 10 Jahre später noch genauso kindisch benommen und unreif, obwohl ihnen so viele Dinge passiert sind, sowohl positive wie negative, wie Erfolg, aber eben auch irgendwelche Schicksalsschläge. Ich denke, daran muss doch der Mensch eigentlich wachsen und das war hier... Ja, fand ich schwierig. Beide sind schon sehr gut, also gerade Sam und Sadie, aus dem Leben gegriffen. Aber was mir Sam manchmal einfach zu jammerig war, war mir Sadie zu zickig. Und das hat mich echt genervt. Also so eine Frau, Freundin möchte ich nicht in meinem Leben haben. Also da würde ich, das geht für mich überhaupt nicht. Auch dieses ganze Lügenkonstrukt, was beide so ein bisschen aufbauen. Ich hätte mir gewünscht, dass beide mir ein bisschen näher gekommen wären, dass man da einfach diese Entwicklungen hätte auch besser verstehen können. Auch fühlt sich diese Freundschaft oft nicht an wie eine Freundschaft, sondern man hat schon ganz oft das Gefühl, was hält die eigentlich zusammen? Denn sie haben viele Geheimnisse voreinander, sie haben Lügen voreinander, sie haben Konflikte und dann kommt auch noch Drogenkonsum dazu, den es für mich überhaupt nicht gebraucht hätte. Und ich, zudem gibt es natürlich auch den einen oder anderen Nebencharakter, zum einen Max, der doch recht präsent ist, den ich ganz gerne auch mochte. Ich finde, die hätten alle ein wenig mehr Bühne bekommen können, damit das Buch so ein bisschen dichter wird und ein bisschen mehr Griffigkeit bekommt und sich nicht vielleicht an mancher Stelle auch so lang angefühlt hat. Ja, ich hätte mir irgendwie etwas anderes erwartet, aber alles in allem war es auch irgendwie okay. Besonders das erste Drittel war toll. Auch mit dem Ende kann ich irgendwo leben, mit dem emotionalen Moment in der Mitte auch. Das ganze Gezicke und Gejammere, hätte es für meinen Geschmack nicht gebraucht. Aber gut. Dann ein Sachbuch, und zwar Nagomi von Ken Mogi, habe ich mit meiner lieben Freundin Anita, Grüße an dich, gelesen, ist in diesem Monat, also im Juli, herausgekommen als Taschenbuch. Mir hat der Dumont Verlag dankenswerterweise direkt das Hardcover zugeschickt, hat mich echt gefreut, weil ich eigentlich das Taschenbuch auch nur angefragt hatte und dann kam wirklich dieses Hardcover, richtig toll. Und ihr seht, es ist auch ein bisschen was markiert worden. Ja, Nagomi ist der japanische Weg zu Harmonie und Lebensfreude. Und das ist natürlich etwas, was ich immer sehr spannend finde. Ich mag die japanische Lebensweisheiten, Kultur ja sehr gerne und von daher war ich natürlich auch neugierig, was Nagomi zu bieten hat. Das Buch beschreibt verschiedene Lebensbereiche, in denen das Lebensprinzip eben auch wirken kann. Zum Beispiel Beziehungen, Gesundheit, das ganze Leben, die Kreativität, die Natur und eben auch auf die ganze Gesellschaft. Das sind verschiedene kurze Kapitel, die eben beschreiben, wie in Japan Nagomi angewendet wird und wo sie zu finden ist und wie sie sich im Grunde auch zeigt. Es gibt 5 Säulen im Nagomi, von den glücklichen Beziehungen zu neuem Lernen, aber stets sich eben auch treu bleiben, zum Frieden finden, also das harmonische Gleichgewicht schaffen, Verständnis erlangen und dann eben auch für diese japanische Lebensphilosophie. Ja, das Buch gibt einen strukturierten
leicht lesenden und definitiv auch verstehenden Eindruck über diese japanische Lebensweisheit. Es sind viele gute Gedanken dabei und auch neue Impulse. Ich fand auch den Schreibstil wirklich schon sehr einfach gehalten. Man versteht gut, wo der Autor hin möchte. Auch wenn wir hier komplexeren Gedanken mal folgen, finde ich, erklärt er es wirklich gut, ohne große Fremdwörter oder Gedankenkarussell oder Ähnlichem. Und er kann uns hier wirklich die Idee bzw. auch diese Lebensphilosophie definitiv gut zeigen und uns gut mitnehmen. Wichtige Themen unserer Zeit werden hier definitiv auch angesprochen und auch deren Unterschiede zur westlichen Welt fand ich ganz gut dargestellt. Also wie man eben auch in Japan vielleicht Dinge angeht, während zum Beispiel auch, es gibt auch einige Vergleiche mit Deutschland, wie jetzt hier die Unterschiede sind. Das kommt wirklich sehr gut rüber und wurde eben auch in vielen Bereichen beleuchtet, was ich ganz gut fand, spannend fand und da eben auch versuche, irgendwie etwas zu finden, wo man ankern sozusagen kann, wo man angreifen kann. Mir fehlte aber leider die Praxis. Das muss ich ganz klar sagen, denn ich hätte mir mehr Griffigkeit gewünscht, mehr Beispiele, mehr Umsetzungsideen, um eben diese Impulse auch irgendwie ins Leben zu bringen. Es hat mir auch ein bisschen an Tiefgang gefehlt. Zudem waren manche Kapitel inhaltlich auch so ein bisschen wiederholungsmäßig unterwegs. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen schade. Alles in allem ist es ein dünnes Buch, es hat kurze Kapitel, es ist sehr prägnant geschrieben und nimmt einen dementsprechend natürlich schon ganz gut auch mit und erklärt einen Dinge gut. Ein bisschen mehr Praxis hätte definitiv der Geschichte, nein, dem Buch, keine Geschichte, dem Buch gut getan, damit ich auch irgendwie weiß, wie ich das Nagomi in mein Leben hole, was ich vielleicht irgendwie anders machen kann, ohne mit dem Endergebnis, wie er es oft gemacht hat, schon im Grunde konfrontiert zu sein. Und meine Freundin, die ist sehr tief drin, auch im Human Design, und die hat dann auch am Ende gesagt, Steffi, es liegt daran, dass du ein Generator bist mit einer Dreierlinie, da wolltest du definitiv mehr wissen als zum Vergleich zum Beispiel zu ihr. Und da dachte ich, ja, es kann wahrscheinlich tatsächlich daran liegen. Ich bin gespannt, was von Ken Mogi vielleicht noch herauskommt. Es gibt bereits ein Buch von ihm über Ikigai. Da haben wir aber von einem anderen Autorenduo schon etwas gelesen, was natürlich auch sehr spannend ist. Aber ich würde da nicht sagen, dass ich jetzt hier nicht mehr zu dem Autor greife, weil es sind doch auch so ein paar Sachen mit markiert. Man könnte mal direkt gucken, was ich da, ich kann mich dann schon gar nicht mehr dran erinnern, was ich so markiert habe. So ist das ja des Öfteren. Ah ja, einmal die 5 Säulen habe ich mir natürlich markiert, die fand ich ganz spannend. Dann heißt es in diesem Buch auch, dass es nicht darum geht, Abkürzungen zu Glück, Erfolg oder Reichtum zu finden, sondern darum, die positiven Aspekte unseres Lebens zu verstehen und zu stärken, um die Schwierigkeiten auszugleichen, mit denen wir es alle unweigerlich zu tun bekommen. Das fand ich richtig gut. Dann wird auch nochmal gesagt, was Nagomi ist. Es steht für Gleichgewicht, Behaglichkeit und Ruhe von Herz und Geist. Das fand ich sehr gut, weil auch das Herz natürlich mal Ruhe finden muss. Und Nagomi ist stark mit innerem Wohlbefinden verknüpft, aber man kann Nagomi auch dann finden, wenn man nicht so glücklich ist, was ich auf jeden Fall auch gut finde. Ja, definitiv eine Empfehlung, wer gerne mit japanischen Lebensweisheiten, Philosophien vielleicht auch mal beginnen möchte. Ich glaube, der ist hier dann auch ganz gut aufgehoben und sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Dann kommen wir zum 14. und letzten Buch des Monats und zwar Tinte und Knochen von Rachel Kane. Ich war hier total angefixt, denn die Geschichte spielt in Alexandria und ich bin ein großer Ägypten-Fan. Ich war noch nicht in Alexandria, steht aber auch noch auf meiner, wenn ich mal wieder nach Ägypten reise. Wobei dieses Jahr wird es nichts mit Alexandria, aber irgendwann habe ich das vor. Und ich war total neugierig, was es mit dieser Bibliothek auf sich hat, die eben in Alexandria spielt. Es ist der Auftakt einer 5-teiligen Reihe, zumindest im Englischen kann man schon 5 Teile sehen. Und gesprochen wird die Geschichte von Martin Bross, den ich tatsächlich auch ganz okay fand. Also ja, ich habe da auch nichts zu bemeckern, von daher war das für mich auch fein. Wir sind in London und begegnen dort den 16-jährigen Jazz, der in einer Bücherschmuggelfamilie lebt. Denn in dieser dystopischen Zukunftswelt ist im Grunde so ein alternativer Zeitlinie, sind wir im Jahr 2025 und dort gibt es keinen Besitz mehr von Büchern.
Es gibt hohe, hohe Strafen für alle die, die ein Buch besitzen oder es eben ungenehmigt lesen. Jede größere Stadt kommuniziert mit der großen Bibliothek in Alexandria und zu dieser wird Chess dann eben auch geschickt, um für seine Familie als Spion dort zu arbeiten. Die Bibliothek ist die mächtigste Organisation in dieser Welt und auch sie entscheidet, wer ein Buch lesen darf und was richtig oder falsch ist. Und aus diesem Grund darf dann eben auch kein Buch in irgendeiner Art und Weise im Privatbesitz sein. Er muss sich dort mit einigen anderen jugendlichen Prüfungen unterziehen und am Ende werden nur 6 Schüler zugelassen, um dann eben auch im Grunde in der Bibliothek weiterzuarbeiten, zu Aufträgen geschickt zu werden und so weiter. Ja, wir haben hier wieder mal so ein bisschen eine Internatsakademie-Geschichte, die ja jetzt doch ein bisschen hochploppen und man sich denkt, hatten eigentlich alle Leute zur gleichen Zeit eine ähnliche Idee. Finde ich immer mal wieder spannend, wie sich so Trends abzeichnen, ob die Muse der Akademien sozusagen hier umhergegangen ist und zu einem gesagt hat, Mensch, das klingt doch nach einer guten Idee. Die Geschichte spielt zwar in Ägypten und das war definitiv auch ein großer Pluspunkt dieser Geschichte und es dreht sich auch sehr viel im Bücher, was mir gut gefallen hat. Dennoch war ich sehr verwirrt und ich habe mich auch sehr oft verloren gefühlt und habe anfangs schon gedacht, wo bin ich hier gelandet? Die zweite Hälfte war definitiv um einige spannender als noch der Einstieg. Ich bin dennoch immer noch verwirrt und verloren und glaube nicht, dass ich die Reihe weiter verfolgen werde. Die Geschichte wird aus der Sicht von Chess erzählt, was ich auch ganz gut finde. Allerdings muss man schon sagen, so gut sie uns die Chess im Grunde vielleicht gezeichnet haben, ist das Worldbuilding mehr als schlecht. Das muss man eher sagen. Es ist sehr schwach, was es mit Ägypten auf sich hat, mit Alexandria, mit der Bibliothek. Zwar kam das Internatsleben, dieses Akademieleben ganz gut rüber, aber man hat kaum Zeitgefühl. Man weiß nicht, ist was eine Woche her, eine Stunde her, wie lange sind diese Strecken, wie weit sind diese Flure und so weiter. Und man hat eben auch nur schwer ein Gefühl, wann ist welches Ereignis passiert. Also wie lange ist die eine Prüfung zur anderen Prüfung her, weil man überhaupt kein Gefühl von Raum und Zeit hat. Ja, man lernt schon Chess relativ gut kennen, das muss man definitiv schon sagen, aber die Nebencharaktere bleiben ja schon eher blass und auch gerade zu Beginn, als dann auch immer mal wieder Charaktere wegfallen, aus der Akademie rausfliegen, hat man so das Gefühl, man verabschiedet Mitschüler, von denen man vorher kaum was mitgekriegt hat. Und ja, das hätte die Geschichte wahrscheinlich aufgebläht, wenn alle einen Namen bekommen haben. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Four Swing vergleiche, wo man ja auch Prüfungen hat oder auch mit Tribute von Panem, man hat trotzdem irgendwie ein Gefühl bekommen für die, die dann diese durch die Prüfung im Grunde hier rausfliegen. Das war hier definitiv nicht ganz so gut. Das muss ich ganz klar sagen. Die Gruppendynamik fand ich gut. Man hat dadurch doch relativ viel erfahren, mitbekommen. Dadurch, dass die sich auch viel erzählt haben und kommunikativ waren, das fand ich doch ganz gut gemacht. Die Welt wirkt auf der einen Seite schon sehr altmodisch, andererseits gibt es aber natürlich auch Teile der Moderne, gerade wenn man an die Technik denkt. Und diese Mischung hat mir definitiv auch ganz gut gefallen und auch Spaß gemacht. Das erste Drittel, ja, fand ich sehr verwirrend und wäre wahrscheinlich als lesender Mensch gar nicht so dran geblieben. Und auf der einen Seite denke ich mir, ja, ich habe das Buch beendet, obwohl ich vielleicht nach dem ersten Drittel schon gedacht hätte, na ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht habe ich auch dadurch jetzt so ein Mäh-Gefühl oder so ein durchschnittliches Lesegefühl, weil ich eben mich, also vielleicht wäre das tatsächlich ein Abbruchbuch gewesen und damit hätte ich mir mehr einen Gefallen getan, als dass ich sage, okay, ich höre es halt und deswegen bleibe ich einfach mal dran. Vielleicht hätte ich einfach im Juli öfter mal was abbrechen sollen. Wäre vielleicht einfacher gewesen. Aber gut, das ist manchmal, wie es eben ist. Im August sieht das schon anders aus. Das erste Buch ist schon abgebrochen. Aber gut, ich habe mir hier einen Vorsatz gesetzt, dass das auf jeden Fall besser wird. Ja, wir haben hier eben auch eine Welt, in der Magie eine Rolle spielt, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich hätte hier definitiv mehr Infos gebraucht, detailliertere Informationen gebraucht. Ich habe dieses System nicht verstanden, die Anwendung, die Tragweite zu manchen Zauberers, auch mancher, ja,
hintergründlichen Geschichte zu Charakteren, warum manche Dinge eben so sind, wie sie sind. Zudem muss ich wirklich sagen, habe ich am Anfang ganz oft gedacht, das ist ja wie bei Harry Potter. Wie manche Charaktere gezeichnet waren, egal ob wir eine Mitschülerin haben, die total schlau ist, die wirklich an Hermine erinnert. Wir haben den arroganten Mitschüler, der wahnsinnig an Draco erinnert. Und wer bei Wolf nicht dran denkt, dass das Snape sein könnte, der hat Harry Potter wahrscheinlich nicht gelesen. Und das fand ich schon sehr mühsam und anstrengend, weil wenn ich so eine Geschichte, also wenn ich Harry Potter lesen möchte, lese ich Harry Potter und nicht Tinte und Knochen. Also das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, dass sich das nicht sehr abgehoben hat. Und ja, natürlich ist es toll, eine taffe, strebsame, intelligente junge Mitschülerin zu haben. Aber wenn die halt von der Beschreibung noch gefühlt irgendwie so klingt wie Hermine, finde ich es ein bisschen anstrengend tatsächlich. Ja, das fand ich ein bisschen schade. In der zweiten Geschichtshälfte nahm die Spannung definitiv gut zu und mir nahm es ein wenig auch die Verwirrung. Vielleicht lag es auch am Hören, vielleicht wäre es lesend einfacher gewesen, aber ich konnte diese ganzen Konflikte, die da entstanden sind, einfach nicht so richtig folgen, sie nicht verstehen, weil mir da einfach Hintergrundwissen gefehlt hat und mir das keiner erzählt hat. Und das hätte ich definitiv erwartet. Die Liebesgeschichte, ach, hätte es für mich mal wieder nicht gebraucht, aber scheinbar kommen Jugend-Fantasy-Bücher ohne auch nicht aus und ich weiß nicht, ob ich einfach zu alt dafür bin. Es könnte durchaus sein. Es gibt ja viele Jugendbuchbücher im Fantasy-Bereich, die mich wirklich begeistern und ich hatte mir hier so viel erhofft, gerade mit dieser Bibliothek in Alexandria, aber es hätte einfach ein bisschen mehr gebraucht. Auch hier eher so ein Okay-Buch, was durchaus gute Aspekte hat und nicht ganz so gute, aber wahrscheinlich ja, war ich zu großzügig mit meiner Lesezeit im Juli und muss mal wieder ein bisschen härter werden und einfach sagen, wenn mich so ein Buch nur so unterhält, ist es dann eigentlich das Richtige. Auf der Suche nach Highlights wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber gut, das waren sie jetzt, die 14 Bücher. Der Lesemonat ist schon wieder wahnsinnig lang. Ich bin sehr gespannt, was ihr gelesen habt, was euer Highlight war oder euer Flop. Ob ihr eins der Bücher, die ich euch jetzt vorgestellt habe, vielleicht sogar schon kennt, dann lasst uns gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen. Auch wie ihr mit so Okay-Büchern umgeht. Also wisst ihr, es spricht ja gar nichts gegen Okay-Bücher. Aber ach, ich sehne mich nach einem Highlight. Und ich hoffe sehr, dass ich es im August irgendwie finde. Nicht, dass wir hier in eine Leseflaute stürzen. Nein, das wollen wir definitiv nicht. Aber darüber können wir auch gerne ein bisschen in den Kommentaren sprechen. Alle Bücher findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich hoffe, euch hat dieser durchschnittliche Lesebüchermonat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, das Video war nicht ganz so durchschnittlich wie mein Lesegefühl. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.